Dramatische Bilder der Flut erreichen uns aus ganz Europa und viele werfen die Frage auf, was ist denn eigentlich mit den ganzen Elektrofahrzeugen und den Elektroeinsatzfahrzeugen? Ich habe ein Video aus Polen bekommen. Dort können wir sehen, was sich wie schlägt. Aber die Evakuierungsmaßnahmen, sie sind noch in vollem Gange, muss man sagen. An manchen Stellen wird schon aufgeräumt und eines ist ganz klar. Man wird hier als Deutschland wieder vorgeführt von allen europäischen Nachbarn. Wir erinnern uns an die Flut im Ahrtal, als selbst ein Polizeihubschrauber mit einem Nachtsichtgerät keine Menschen in Not in dieser schlimmen Nacht für Rheinland-Pfalz finden konnte. Hier ist schon das Militär seit vorgestern Abend im Einsatz, und zwar in Polen, in Tschechien und in Österreich. Es sind mehrere Zehntausende Soldaten ausgerückt mit schwerem Gerät. Es sind Dutzende, wirklich Dutzende Hubschrauber, auch teilweise rund um die Uhr im Einsatz. Viele der Hubschrauber sind nicht für Nachtflüge ausgestattet, die müssen dann abends immer pausieren, aber es gibt sie auch, die Hubschrauber mit Nachtsichtfunktion. Hier, wie ihr neben mir sehen könnt, schwierige Bilder der Evakuierungsmaßnahmen. Teilweise sind die Rettungskräfte selbst in eine missliche Lage gekommen. Das Wasser ist auch teilweise wirklich sprunghaft gestiegen. Wir reden teilweise von einem Zentimeter pro 10 Minuten, je nach Gebiet. Es gibt auch Gegenden, da ist es langsamer und da ist es schneller passiert. Und viele werfen hier vor allem die Frage auf, kann man denn jetzt noch sich darauf verlassen, dass auch Einsatzkräfte kommen? Denn es werden immer mehr Elektrofahrzeuge eingesetzt. Und da muss man mal sagen, schaut euch mal folgendes Video an. Das stammt aus Polen. Was soll man dazu sagen? Der Tesla ist zumindest mal bis zur Höhe der Windschutzscheibe wasserdicht, das haben wir hier gesehen. Und bei dem Tesla kommt es einfach nur darauf an, wenn das Akkupack und die ganze Verkabelung und die Motoren water-resistant bzw. waterproofed ausgelegt sind, dann kann ein Tesla theoretisch auch in diesem Wasser fahren. Natürlich sind jetzt die Feuerwehrfahrzeuge keine Teslas oder die Krankenwagen, die eingesetzt werden. Allerdings sind diese ganzen Fahrzeuge Sondereinsatzfahrzeuge, die auf Wunsch des Kunden bestellt werden, die auf Wunsch des Kunden angefertigt und auch individualisiert werden können. Ich würde mich nicht wundern, wenn es am Ende solche Spezifikationen gibt, dass bis zu einer gewissen Watttiefe die Fahrzeuge hier wasserdicht sein müssen. Was ihr gesehen habt, ist das konträre Gegenbeispiel, der Mercedes, der da durchgefahren ist. Der hätte das vielleicht auch schaffen können, aber er ist am Anfang so schnell losgefahren, die große Welle vorne über die Motorhaube, und dann ist einmal Wasser in den Luftfilter rein und dann geht der Verbrennermotor aus und der geht dann auch so schnell nicht mehr an. Deswegen haben ja alle Autos, die ins Wasser steigen und mit Verbrennermotor laufen, den Ansaugpunkt meistens vorne links oder rechts am Fenster oben. Es gibt auch Feuerwehrfahrzeuge, die so ausgerüstet sind, und es ist hier mal wieder bezeichnend, dass Mercedes einfach so schlecht da durchkommt, beziehungsweise der Fahrer war halt aber auch einfach ein bisschen mutig. Der Tesla-Fahrer war auch mutig, aber vielleicht hat er das ganze Jahr schon öfter gemacht. Jetzt schaut mal hier neben mir, ich lasse die Bilder mal laufen oder wir schauen mal kurz rein. Ich lasse das mal neben mir weiterlaufen, jetzt ohne Ton. Ihr könnt richtig sehen, das ist ein Black Hawk Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres und hier wird anscheinend ein Kind evakuiert. Es stand wohl schon jemand auf dem Dach mit Funkhelm, also vermutlich vorher abgesetzt. Das fehlte auf diesem Video und die Person ist auf jeden Fall ungefähr halb so groß wie der Erwachsene, der neben dran steht. Und ich mache nur den Vorwurf, ihr hättet gewisse Gebiete früher evakuieren müssen, weil ihr das gewusst habt. Aber natürlich sind 300 Liter plus X auf den Quadratmeter nicht ganz vorhersehbar, also vorhersagbar in der Höhe des Wassers, wo es überall am Ende aufschlägt. Aber man hätte auf jeden Fall etwas präventiver handeln können. Bis jetzt sind 11 Tote zu beklagen.
Ungefähr ein Dutzend Brücken weniger hat Europa inzwischen, nicht nur Fußgängerbrücken, ganze Autobrücken, nicht nur die eingeschalteten von gestern im Bau befindlichen, auch völlig intakte Autobrücken sind Opfer dieser Fluten geworden. Und weil die Leute immer sagen, es hat schon immer geregnet und es hat schon immer Hochwasser gegeben, ja, aber das gestern war jetzt wirklich eine besondere Situation. Hier kamen besondere Faktoren zusammen. Der heißeste September, wie Sie sagten, führt dazu, dass die Luft wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Ja, die ganze Welt hat eine Gleichheit, also ein Gleichnis im System. Es gleicht sich gegenseitig aus. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit weltweit beträgt 60%. Es gibt Gebiete, da haben wir aber 0%. Es gibt auch Gebiete, da haben wir 100%. Wenn sich das alles jetzt aber jedes Mal wieder ausgleicht, haben wir trotzdem festzustellen, dass wenn 1 Grad Temperatursteigerung stattfindet, 7% mehr Wasserdampf aufgenommen werden können von dieser Luft. Und das regnet dann am Ende auch wieder runter. Und das ist ja das, was wir hier gesehen haben. Mittelmeer besonders warm. Sie sagen, das Wärmste nach den Aufzeichnungen. Wenn wir da aber archäologisch zurückgehen, ist das immer so eine Sache. Wir hatten auch schon eine höhere CO2-Konzentration als heute in der industriellen Revolution. Ob es damals dann 6, 7, 8, 9 Grad wärmer gewesen ist, da ist es dann ganz still im IPCC-Bericht. Ich sage ja nicht, der Mensch hat keinen Einfluss auf seine Umwelt, aber das Klima ist die Aneinanderreihung von Wetter. Da müssten wir einfach mal anfangen, unsere Umwelt zu schonen, zu hegen und zu pflegen, sie zu respektieren. Aber es sieht aus wie im Krieg, ja, nach diesem Hochwasser, wenn das Wasser zurückgeht. Es sieht richtig aus wie im Krieg. Es ist einfach die Natur, die zurückschlägt. Und es ist phänomenal. Jetzt schaut euch mal an, damit die Leute mal ein Verständnis dafür bekommen. 200 Liter pro Quadratmeter können wir handeln teilweise. Jetzt sind hier 300 und mehr gefallen und schaut euch mal an, was das am Ende für Auswirkungen haben kann. Das war Originalgeschwindigkeit des Videos. Habt ihr gesehen, wie kleine Spielautos das ist, wenn Wasser sich seinen Weg bahnt? Aber selbstverständlich sollen wir jetzt hier wieder Klimasteuer bezahlen. Ich kann diesen ganzen Schwachsinn nicht mehr hören. Es ist hier wirklich ein außergewöhnliches Regenereignis eingetreten. Und ja, wir sehen auch in der Vergangenheit eine Häufung von Wetter, was zunimmt, aber das wird am Ende wieder halt zu einfach subsumiert. Ja, die Atmosphäre wird wärmer, mag man ja gar nicht bestreiten, aber relativ gesehen ist es wenig, was die wärmer wird. Es gibt eine krasse Ungleichverteilung des Wärmerwerdens, ja, auf städtische Gebiete. Darüber sprechen Sie natürlich nicht, dass die Bebauung hier Einfluss nimmt am Ende wegen den nicht mehr vorhandenen Abstrahleffekten. Natürlich verteilt sich auch eine Erderwärmung, sofern sie, also es gibt eine Erderwärmung, es gibt auch eine Erdabkühlung, sonst hätten wir keine Eiszeiten gehabt und das dazwischen, ja. Aber jetzt wollen Sie uns natürlich hier dann alles wieder so verkaufen, wie das ist ganz schlimm und schlecht, was da passiert. Im Moment schmelzen in den Alpen Gletscher weg, die da lange, lange Zeit waren. Und zwar, es ist aufgetaucht, ein Krieger, ein Bomber aus dem Ersten Weltkrieg. Okay, 100 Jahre alt, alles in Ordnung. Es ist ein alter Passweg aufgetaucht von den Römern. Das heißt, die Römer sind schon eisfrei über diesen Pass gegangen in den Alpen. Und jetzt will man es uns als Apokalypse verkaufen, dass wir den Weg der Römer gefunden haben. Merken Sie eigentlich, was Sie uns hier erzählen wollen? Ja, der Mensch nimmt Einfluss auf die Natur und an manchen Stellen viel zu viel. Vor allem diese Vermüllung der Natur. Das ist, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es passiert an vielen Stellen mutwillig. Ja, und das schadet uns am Ende wirklich allen. Ja, man findet ja schon im Grundwasser weltweit Kunststoffrückstände. Das wird immer schlimmer werden. Aber wir sollen erstmal hier CO2-Steuer bezahlen, damit es dann wieder, also es ist völliger Wahnsinn, Leute. Bei einem Vulkanausbruch wird die Menge CO2 freigesetzt, die die ganze Welt in mehreren Jahren produziert und dazusetzt. 96% sind schon auf der Welt gewesen, bevor der Mensch gekommen ist. Und jetzt sind wir es die, die schuld sind. Leute, da fehlt ein Teil in der Geschichte und der Teil lautet wohl:
Wir wollen Geld verdienen an euch, deswegen erzählen wir euch diesen Hoax. Ich kann das so nicht glauben. Und ja, das Wetter und das Klima, das verändert sich. Wie viel Einfluss wir darauf nehmen können, das ist alles andere als wissenschaftlich belegbar. Nur weil eine Korrelation besteht, ist da noch keine Kausalität. Auch andersrum, wo man eine Kausalität vermutet, muss es am Ende auch gar keine Korrelation geben. Das sind alles Interpretationsspielräume, die man nutzt. Natürlich nutze ich diese Spielräume auch manchmal für mich. Und ja, das war ein außergewöhnlich krasses Regenereignis. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was am Ende hier jetzt wirklich dabei passiert ist, dann muss man mal eins sagen. Amerika, England, Frankreich geben ihre Langstreckenwaffen für die Ukraine frei zum Beschießen des russischen Festlandes. Wenige Tage später gibt es in Osteuropa und Mitteleuropa die heftigsten Regenfälle seit Jahrzehnten vermutlich, wenn wir die Daten am Ende alle analysiert haben. Und die Bahnlinien zur Versorgung der Ukraine sind unterbrochen. Es ist so schlimm, dass selbst die Ukraine Hilfsteams nach Polen geschickt haben, um Leute zu evakuieren oder die Bahnstrecke zu reparieren, stand nicht dabei. Aber auch in Odessa hat es viel geregnet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir wissen alle, sie manipulieren am Wetter, sie spielen am Wetter und nach allem, was wir wissen, ist das, was hier an Regenmengen runterkommt, nicht zu manipulieren. Also ich möchte hier das gar nicht in den Raum stellen, dass das hier Weather Modification gewesen sind. Dafür gibt es im Moment zu wenig Belege, zu wenig Beweise, zu wenige Anhaltspunkte. Aber wir haben das gesehen, es gibt das Dubai Rain Programm zum Beispiel, es gibt noch andere Dinge, aber man kann nur etwas abregnen, was schon vorhanden ist. Und hier ist auf jeden Fall eine richtig, richtig große Menge Wasser in der Atmosphäre gewesen. Ich bin gespannt, wenn die ganzen Wetterdaten am Ende dann innerhalb weniger Tage, einer Woche dann zusammengeführt und analysiert wurden und auch gerechnet wurden, was man für Erkenntnisse daraus jetzt ziehen kann, wo es am meisten geregnet hat, wo am wenigsten und so weiter und so fort. Das ist wirklich spannend. Wir können nur hoffen, dass die 11 Todesopfer die 11 einzigen gewesen sind und auch dafür ist jedes Todesopfer eins zu viel. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kommst du aus einem Flusslauf hier oder nice Elbe? Schaust du davon zu? Siehst du, wie dein Pegel steigt? Ich wünsche euch allen trockene Füße. Das Wetter soll sich bessern, der Regen soll nachlassen bzw. aufhören und es soll eine Woche gutes Wetter folgen. Das wäre wirklich wichtig und da müssen Sie dann aber schnell sein, auch den Schlamm wieder von den Häusern zu machen. Wenn der einmal angetrocknet ist, braucht man Hammer und Meißel. Damit sage ich jetzt ciao, bis bald, abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video und wenn dir langweilig ist, dann schau doch mal bei Auswandern mit Kopf vorbei. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei und damit ciao.